bin der philippinische Tanztrainer. Oh, hallo. Wir befinden uns jetzt hier in auf Bohol. Also, das ist so eine kleine Insel hier auf den Philippinen. Und ich tue jetzt mal wieder so, als würde ich einfach ganz zufällig weglaufen und euch da lassen. Was? Kupfer. Ja, wir machen heute einen Tagesausflug auf die Chocolate Hills. Gestern haben wir hier nur rumgegammelt. Fußsalat. Ja, ihr seid dabei. Ja, jetzt soll ich mir trotzdem vor, selbst weil ich den Bock habe. Hey, good morning. Good morning. Wir haben extra unsere Tour jetzt so illegal bei so einem Taxifahrer gebucht, weil im Hotel war es halt einfach zu teuer. To start your tours. Also, das ist unser erster Stop, Berg Compatelsis. Dann kommt die Kirche, dann so eine Schmetterlingsfarm. Suchen wir. Ich war schon mal einmal auf so einer Schmetterlingsfarm in Deutschland und das war voll cool. Das Ganze kostet jetzt für uns alle 50 Euro, 2500 Pesos. Schon ungefähr ein Viertel von dem, was das Hotel verlangt hat. Ich bin mal gespannt, ob es trotzdem gut ist. Hier seht ihr die erste Sehenswürdigkeit auf unserer Tour. Das sind ein paar alte Männer, die ein Bier trinken. Da können sie nach Deutschland kommen, da sehen sie genug davon. Ich habe das gar nicht so genau angeguckt, als das dann beschrieben hat, dachte mir, so stimmt. Und du guckst dir lieber das Meer an, hä? Ja. Boah, das sieht nice aus, ja. Wir befinden uns jetzt auf einer Python-Farm. Hier seht ihr so ein Mustang. Das sind diese Katzen, die fressen Kaffeebohnen und scheißen die wieder aus und dann wird daraus richtig teurer Kaffee gemacht. Ich weiß nicht, ob ich so ausgeschissenen Kaffee trinken würde, aber scheinbar ist das ja eine Delikatesse. Aber irgendwie sind Delikatessen immer ekelhaft. Gell, Gänse? Hallo? Ja, genau. Einfach so eine fette Python. Wollt ihr das halten? Ja, letztes Mal haben wir schon gehalten. In Davao, aber hier verlangen die 150 dafür. Nee, ich will das nicht anfassen. Ich will auch nicht. Ich will sie anfassen. Willst du sie anfassen? Auch nicht halten. Nee. Die Dinger sind doch voll gequält, die muss man auch nicht nach oben heben. Richtig heftig, sich das reinzuziehen. Die Schlangen und die ganzen Tiere, die haben wahrscheinlich gar keinen Bock mehr hier zu leben. Werden hier voll gequält. Das ist schon krass, ich meine, Zoos sind sowieso nicht so das Wahre, bei uns in Deutschland auch nicht, aber hier ist das nochmal. Die Leute geben hier einfach noch weniger einen Scheiß auf das Recht der Tiere. Wir sind hier gerade auf der Schmetterlingsfarm. Guckt euch das an, das ist schon abgefahren. Überall fliegen die Schmetterlinge. Hat schon Smetbo. Ja. Hallo, jetzt kommt sie im Riesen. Smetbo-Attacke, jetzt holt sie die richtig raus. Oh, sie fängt uns ein. Da sind ganz viele Smetbos. Guckt euch das an. Da ist Zuckerwasser drauf, weißt du? Dann trinken die das. Ja. Aber den Schmetterlingen geht's mir gut, gell? Den Schmetterlingen geht's gut, ja. Die haben hier verschiedene Bäume zum Draufchillen. Ich versuche noch eine. Jawohl, in your face, Schatz. Das ist jetzt mal schön im Vergleich zum Zoo, weil den Schmetterlingen geht's gut. Die sind glücklich und quickfidel. Man fühlt sich hier wie so ein Hippie irgendwie. Wie was? So. Ich bin eins. Smetbo. Komm wieder zurück. Wir sind jetzt hier bei der Zipline. Seht ihr das? Da wird man quasi eingehängt und fliegt geradeaus weiter. Und Kat und ich, wir fahren gleich zusammen. Kat ist schon aufgeregt. Und merkt, dass wir mal gucken. Ist aufgeregt. Geht so. Erst wenn ich da drin liege. Echt? Ich hab gar keine Angst. Ich bin cool. Da geht's gleich runter. Heilig Flechte nochmal. Okay, jetzt geht's los. Bist du aufgeregt? Okay. Geht eigentlich.
30, wann wird man langsam? Übel. Jetzt ist das Ganze nochmal in Slow Motion. Da seht ihr die Leute fliegen. Da sind wir richtig an der Strippe gehangen. Guck mal, das ist ein Bambus. Das ist ein Bambus? Ja. Ah. Guck mal, Schatz. Das ist ein Baum. Aber guck mal, wie krass das aussieht. Das sieht heftig aus. Gleich sehen wir Donkey Kong hier rumschwingen. Voll heftig, guck mal. Ich habe euch jetzt schon viele Touristenaktivitäten auf den Philippinen gezeigt, aber wie es auf den Philippinen so richtig aussieht, eigentlich noch nicht. Aber hier ist eigentlich eine relativ gute Präsentation von dem, wie sich das Leben auf den Philippinen abspielt. Auf den Philippinen zum Beispiel sind so übertrieben viele Menschen unterwegs. Du merkst auch richtig, in den ganzen Läden arbeiten 4-5 Leute für einen Job, den eigentlich einer allein machen könnte, einfach weil die nichts zu tun haben. Und es ist auch heftig, so wie durch diese Tropenhitze hält hier nichts lang. Alle Häuser sind kaputt. Guck dich mal den Parkplatz alleine an. Also das will ich auf jeden Fall in meinen Philippinen-Vlogs noch mehr zeigen, so dieses... Das echte Leben hier auf den Philippinen, weil ich denke, so Touristenkram und so könnt ihr überall sehen, aber wie der Real Deal ist, das sieht man eigentlich nirgendwo so richtig. Ja, das ist schon nass, aber das ist schön. Jule und ich, wir gehen trainieren. Das Fitnessstudio hier ist echt winzig, ich zeig's euch. So, das ist das Fitnessstudio hier. Ich meine, es ist klein, aber es hat alles, was wir brauchen. Als echte Trainingsboys. Und wir trainieren mit beide Redneck-mäßig oben ohne. Einfach aus dem Grund, weil wir unseren T-Shirt-Verschleiß hier minimieren wollen. Weil hier schwitzt man so heftig bei dieser schwülen Tropenhitze, dass man echt fast zweimal am Tag ein neues T-Shirt braucht. Und so viel Platz haben wir im Koffer halt nicht, deswegen wird nackig trainiert. Jule und ich hatten es gerade über das Thema Bauchtraining. Weil wir sind heute beide zu faul, Bauch zu trainieren. Prinzipiell eigentlich fast immer. Aber irgendwie ist so, habe ich das Gefühl, dass für Mädels einer immer erst als trainiert zählt, wenn er ein Sixpack hat. Irgendwie weißt du, so zum Beispiel dieser Nick Bateman, der ist voll schlank an sich, aber hat ein Sixpack und alle finden den übertrieben trainiert. Der ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ja, stimmt. Der ist voll lauchig ansonsten, aber hat ein Sixpack und jede Bitch sagt, oh, der ist so sexy! Ja, aber ein Sixpack sieht eh nie jemand, deswegen scheiß mal auf den Bauch. Wenn man sich die Leute im Fitnessstudio anguckt, dann sieht man erstmal, wie wichtig die richtige Ausführung beim Training ist. Sonst wird man so krumm wie der. Ich zeige euch mal, wie man die Geräte richtig bedient. Zum Beispiel ein Stepper. Die meisten, die auf den Stepper gehen, machen den Fehler, dass sie hier irgendwie versuchen so zu laufen. Aber das ist ja ganz falsch, weil da trainiert man ja seine Beine und immer wissen dürfen, wie er nicht trainiert werden. Deswegen, damit das Stepper-Training richtig schön auf den Oberkörper geht, muss man ihn richtig bedienen. Seht ihr das? So macht man das. Wie als würden die auf einem Pferd stehen. Ruckzuck kriegt euer Traumbuddy. Es geht besonders auf die Knöchel. Wie ihr seht, sitzen wir gerade im Tricycle. Sogar mit LED-Tuning. Das ist so eine Art, also für alle, die es nicht kennen, das ist so ein... Das ist einfach ein Motorrad mit so einem Wagen dran. Vor uns sind Anna und Juli in dem Ride, den ihr es... Alter, das ist schon holprig. Ah.
Okay, wie ihr seht, wir haben die Fahrt überstanden und haben uns jetzt diese zwei Roller gemietet. Die zwei Roller zahlen wir jetzt 4 Euro pro Tag, also für 2 Tage 8 Euro pro Roller. Das muss man sich mal vorstellen, weil wir haben keinen Bock mehr, uns jedes Mal ein Tricycle zu holen, deswegen dieses schnittige Gefährt. Okay, ich melde mich doch nochmal, weil wir hatten so einen übelsten monsunartigen Regen hier und wie ihr seht, tragen wir jetzt Müllsäcke. Die haben wir uns im Hotel, im Restaurant noch geben lassen, weil wir ja jetzt auf unseren frisch gemieteten Rollern nach Hause fahren dürfen. Das kam jetzt mal wieder vom Timing perfekt, nicht wahr? Naja, gibt Schlimmeres. Aber mir fällt gerade nichts ein. Amazing. Gorgeous. Just. This is the selling point of the house. Wir haben es geschafft. Jetzt wieder im Hotel und dann würde ich sagen, hiermit beende ich jetzt den Vlog endgültig. Also danke fürs Einschalten und bis morgen vielleicht.